vor die Notizen? Nein. Ich habe hier ein Paket von Anchorware und es ist gleich vorweg, das meine ich gerade unten. Außerdem ist es keine Produktplatzierung oder auf jeden Fall kein bezahltes Review, sondern ich habe durch einen glücklichen Zufall hier dieses Anchorware-Gerät in die Finger bekommen, weil der Diogo Constantino, einer, mit dem wir auch schon ein paar Mal Podcasts gemacht haben, sich unbedingt ein Gerät von Anchorware bestellen wollte und dann aber festgestellt hat, die liefern weder nach Belgien noch nach Portugal, wo er sich aufhält. Und da ich den Diogo demnächst sehe und ihm das mitbringen kann, habe ich gesagt, okay, kannst du es zu mir schicken, ich schaue es mir aber eventuell vorher schon mal an und genau das machen wir jetzt. What's in the box? Hier in dem Paket ist die Anchorware-Variante von einem Intel NUC. Die haben da auch so einen eigenen Namen für, den ich mir natürlich nicht aufgeschrieben habe. Genau, das ist der Anchorware Aura oder Aura. Ist im Prinzip nur ein gerebrandeter Intel NUC, den man sich aber sehr individuell zusammenstellen kann. Und welche Konfiguration wir jetzt hier dem Karton haben, da kommen wir gleich zu. Wir machen den erstmal auf. Ich glaube, das ist auch das schlechteste Unboxing-Messer der Welt, was ich hier habe. Ne. So, jetzt. Genau. Einmal Luftpolster. Ich glaube, das wird noch sehr viel Luftpolster. Ja. Eine Box, von der ich nicht weiß, was drin ist. Noch eine Box, das dürfte der NUC sein oder der, ich habe den Namen schon wieder vergessen. Genau, die ist Anchorware Aura. Immer noch, ich kriege kein Geld dafür, dass ich den Namen sage, aber ich vergesse ihn einfach immer. Das dürfte dem Gewicht nach der NUC sein. Und noch so ein paar Meter Luftpolsterfolie. Und gegen die Kamera geworfen, sehr gut. So, dann fangen wir mal an. In der Box dürften wahrscheinlich einfach nur alle Kabel oder so drin sein. Mal gucken. Ne, noch nicht mal. Ah, okay. Das hatte die Jogo mir nämlich auch gesagt. Der hat sich nämlich, weil das kann man bei Anchorware auch machen, sich einen USB-Stick, das dürfte der hier sein, machen lassen, den man sich schon mal vorinstallieren lassen kann, damit man zu Hause dann direkt loslegen kann. Mehr ist hier nicht drin. Dann, das wird das hier der NUC sein. Guck mal, wo machen wir den am besten auf? Ich werde den eh falsch rum öffnen wahrscheinlich. So. So. Natürlich habe ich ihn falsch rum aufgemacht. Wer hätte es gedacht? Na gut. So. Aber dann machen wir das so. Und ich vermute jetzt einfach mal, dass das hier vorne ist. Genau. Ta-ta-ta-ta. Genau. Intel NUC. Dann gucken wir da mal rein. Dann, ach guck mal, das war's schon. Dann, was haben wir hier noch drin? Oh ja, jede Menge Kabel schon mal. Oh, und der Geruch Chinas strömt hier einem entgegen. Ein Weser-Mount, damit man sich den im Prinzip hinter dem Bildschirm machen kann, nehme ich mal an. Ja, das werden wir, glaube ich, nicht ausprobieren. Dann Ziehharmonika an Anleitung. Allerdings Pluspunkte mit eben auch Ansicht, wie kann man das Gerät eben erweitern. Jetzt in Intels Beispiel, wie kann man da mehr RAM reinmachen, beziehungsweise ein Intel Optane-Modul. Beziehungsweise auch für den DDR4-Rahmen, den M.2-Slot, wie kann man es montieren. Also das haben sie alles sehr schön aufgelistet. Das gibt Pluspunkte. Und, scheiße, das erste, was verloren geht bei mir, eine ganze Menge Schrauben. Und ein Netzteil nehme ich an. So. Genau, ein Netzteil. Was dürfte das sein? 65 Watt wahrscheinlich. Ja. Tatsächlich 65 Watt Max. Und zwar als, ja, mit dem Adapter bzw. der Möglichkeit, der andere Adapter ranzumachen, weil der kommt wahrscheinlich mit einem US-Anschluss oder muss ich dazugehen? Nein, er kommt sogar mit mehreren. Okay, den brauchen wir nicht. Den brauchen wir auch nicht. Den brauchen wir. Sehr gut. Falls man mit seinem NUC mal verreist, auch in andere Länder, hat man da zumindest Strom. Gut. So, und ich glaube, das. Nein, das war es noch nicht. Na? Ja, natürlich das Wichtigste. Ein Intel Core i7 der 7. Generation Aufkleber, damit das auch jeder weiß, der zufällig an dem Gerät vorbeiläuft. Und normalerweise würde ich es wegschmeißen, aber da ich das alles dem Diogo wiedergeben muss, muss ich das hier aufbewahren. So, dann mit dem Anchorware Pack beschäftigen wir uns später. Wir reden, eventuell reden wir nachher auch nochmal über Anchorware, weiß ich noch nicht. Müssen wir mal schauen. Und dann kommen wir zum NUC. Der ist tatsächlich so groß, dass man den bequem hinter den Bildschirm packen könnte. Als Anschlüsse haben wir viermal USB 3.0, ein USB-C 3.1, einmal ERJ45 Ethernet-Port, einmal HDMI, den Stromanschluss natürlich, vorne nochmal ein Kopfhörer- bzw. Headset-Port, noch ein Kensington-Anschluss und ein Slot für eine Micro-SD-Karte.
So, bevor wir den jetzt mal anschließen und gleich mal ein bisschen testen werden, noch kurz was zur Ausstattung. Da ist ein Core i7 drin, der glaube ich 7. oder 8. Generation, müsste 7. sein, genau, ist ein Kaby Lake. 32 GB RAM, dann eine 1 TB PCI Express SSD im Format M.2 und dann nochmal zusätzlich als zweite SSD nochmal eine 1 TB SSD. Die ist ja ein kleines bisschen langsamer, aber dann hat man ja schon mal 2 TB SSD-Speicher. Warum der so überausgestattet ist, kommen wir auch gleich noch zu. Intel Iris Graphics ist halt die bisschen bessere neue Generation. Ich glaube, seit der 6. oder 7. Intel-Generation, die man eben an Onboard-Grafik hat bei Intel. Wi-Fi, Bluetooth, Gigabit Ethernet, auch die übliche Standardware ist drin. Und außerdem dann auch noch auf dem Stick, nehme ich mal an, den Entry vorbereitet hat, auch nochmal USB, genau, Ubuntu 18.04 LTS. Ich weiß noch nicht, ob wir ihn damit testen werden, weil Gnome und ich sind keine Freunde, aber wir gucken mal. Und diese gesamte Ausrüstung, also gesamte Ausstattung, und ich habe noch mal ein bisschen bei Intel selber natürlich geguckt und auch bei anderen Anbietern, ist bei Entryware schon tatsächlich relativ preiswert, weil, und da muss man zwar trotzdem ein bisschen schlucken, diese ganze Konfiguration mit den 2 1 TB SSDs, mit dem High-End i7, mit den 32 GB RAM, kostet jetzt hier in dieser Konfiguration ungefähr 1.700 Euro. Und da könnte man jetzt sagen, für so ein Mini-PC ist das doch ein bisschen viel, würde ich auch tatsächlich fast so unterschreiben. Der Grund ist allerdings, auch warum Diogo den unbedingt von Entryware haben möchte, ist, dass er jetzt mal diesen Rechner jetzt für ein paar Jahre behält und sein Plan ist, sich für die nächsten 5 bis 7 Jahre keinen neuen Rechner zu kaufen. Wo ich dann sage, da macht diese Maximalausstattung schon Sinn. Aber was ich mich zum Beispiel auch frage, ist, wie ist es hier mit der Kühlung drin? Das Ding hat, soweit ich es gesehen habe, hat einen Lüfter bzw. sogar zwei. Das ist im Prinzip ein großer Wärmeableiter, dieser Metallblock. Was ich mich auch frage, ist, wie taktet das Ding runter, wenn das dann unter Volllast läuft zum Beispiel? Wie ist die Kühlung? Das sind alles Sachen, wo ich mich frage, können die in so einem kleinen Formfaktor überhaupt Sinn machen und ich werde auch mal ein bisschen Video-Editing gleich darauf ausprobieren und ich würde sagen, das machen wir jetzt einfach direkt mal. So, was ihr jetzt gerade nicht mitbekommen habt in den letzten 20 Minuten ist, dass ich erstens kein HDMI-Kabel gefunden habe anfangs und dann auch glücklicherweise mich erinnert habe, dass ich in meinem Oculus Go-Karton noch eins original eingepackt liegen hatte. Das zweite ist, dass ich gerade schon mal versucht habe, den Intel NUC zu starten. Ich habe damals versucht, mit meiner Capture-Card, mit der ich eigentlich den Bildschirminhalt aufnehmen wollte für die Installation und so weiter, die mag der aus irgendeinem Grund nicht. Ich habe keine Ahnung, was los ist, aber auf jeden Fall keine Ahnung. Es kann auch natürlich an meiner Software hier liegen, dass der aus irgendeinem Grund hier nicht mir den Bildschirminhalt aufzeichnen möchte, schon gar nicht bei Bootwechseln und bei Installation. Aber jetzt müssen wir es so machen, deswegen hier die Kamera. Hallo. Die muss jetzt leider für die Bildschirmaufnahme an sich erhalten. Also, wir spielen das Ganze nochmal durch, wie ihr das machen werdet, wenn das Ding zu Hause ankommt. Ihr schaltet es ein. Ihr seht, es fängt dann unten blau an zu leuchten, dieser Ring. Und voraussetzlich, ich habe den Monitor eingestöpselt, da sollte auch was passieren. Genau, erstmal das Bootlogo von Entryware und so, dann sagen wir mal Ubuntu starten. Jetzt bin ich gespannt, weil es sollte die OEM-Installation sein. Die Boot-Errors ignorieren wir mal. Genau, und da sind wir in einer OEM-Installation. Das heißt, wie man unten rechts sehen kann, das Entryware-Logo. Das ist schon GNOME. Ja, es ist GNOME, schade. Ja, wir haben hier das Entryware-Logo mit drin. Das kann man sich können die OEM-Hersteller bzw. Auslieferer sich so eben schon mal zurechtlegen. Hier werden dann schon ein paar Defaults eingestellt. Das System an sich ist schon installiert. Da kommen jetzt nur noch ein paar zusätzliche Pakete, die man sich während der Installation noch zusammenklicken kann dazu. So, weiter. So, das Grundsystem sollte installiert sein. Der macht jetzt eigentlich nur noch ein paar lokale Einstellungen. Und dann sollte der gleich fertig sein. Genau, da ist er hier jetzt schon durch. Post-Installation-Triggers macht er. Also er sucht jetzt gerade nochmal nach neuen Paketen und genau, generiert einmal noch die MenDB und die ganzen anderen Einstellungen davon. Das ist wie als wenn wir gerade Updates installieren. Das macht er gerade quasi auch. Und dann startet er neu. Nein, er schmeißt nämlich direkt in die GNOME Shell Session. Scheißwort. So, ich gucke jetzt mal eben, weil wir machen jetzt hier auch nochmal einmal Updates, bevor wir den neu starten werden. Weil nach der Installation, auch wenn er in einer Live-Session ist, kann man ihn trotzdem mal neu starten. Wird nämlich bestimmt auch nicht alle Sachen installiert haben bei der Installation beim Updaten. So, sudo, was brauchen wir hier ab? Genau, das sind jetzt zwei interessante Sachen tatsächlich direkt, die ich hier sehe. Das eine ist, der ist automatisch auf dem Package-Server gb.archive.ubuntu.com eingestellt. Das ist, soweit ich weiß, der Mirror für Great Britain. Was ich jetzt erwartet hätte, dass es auf global stellt. Das verifizieren wir mal eben, wenn wir schon dabei sind. Wo haben Sie das denn bei GNOME versteckt? Ich glaube unter den Update-Settings. Genau. So, genau, hier steht es nämlich. Ich hoffe, man sieht es auf der Kamera. Server für das Vereinigte Königreich. Wir möchten aber auch nicht den Main-Server für Deutschland, weil der ist witzigerweise tatsächlich langsamer als der Hauptserver, den wir jetzt einstellen. Revert. Das ist jetzt auch spannend. Habe ich dem nicht gesagt,
Habe ich nicht in der Installation auf Deutsch geklickt? Okay, vielleicht bewerten wir hier jetzt gar nicht mal so direkt die Software Experience von Entroware. Das ist ein eigenes Video. Aber wir gucken jetzt mal hier, installieren ein paar Sachen und schauen uns mal an, was der NUC jetzt eigentlich so an der Hardware genau kann. So kann man jetzt hier beim Installieren gerade, beziehungsweise beim Download und Installation der Updates nochmal kurz erwähnen. Natürlich könnte ich mir hier jetzt auch einfach OBS installieren und dann den Screen Capture machen. Allerdings, wenn wir hier gleich Performance Benchmarks machen und da im Hintergrund gleichzeitig noch ein Screen Capture Tool mitläuft, hat das, je nachdem wie gut die Ableitung und so weiter von dem Gerät ist, definitiv Einfluss auf die Performance. Und das wollen wir natürlich nicht. Deswegen haben wir jetzt hier das leicht unvorteilhafte Setup mit der Kamera hinter mir und das tut mir sehr leid. Da werden wir fürs nächste Video oder fürs nächste Hands-on oder Review bestimmt eine Lösung für finden. Wir sind mit der Installation durch. Das heißt, wir machen jetzt den Neustart. Wo geht's denn hier bei GNOME raus? Da. So, da wir keine Ahnung haben, wie gut das Ding eigentlich ist, fangen wir bei Qualität mal beim Medium an. So, das Benchmark müssen wir gar nicht anstoßen, wie ich mir das ungefähr gedacht habe. Er kratzt mal kurz an den 30 Frames, wenn es dunkel wurde. Okay, wir machen jetzt einfach mal das Benchmark und wir überspringen das mal für euch. Also ich muss sagen, ich hätte einen schlechteren Wert erwartet. Also wir haben jetzt hier, ich hoffe, man sieht es auf der Kamera, einen FPS-Score von 536. Der berechnet sich immer so ein bisschen auch an anderen Benchmarks, von daher den vernachlässigen wir hier mal. Wir haben hier aber jetzt beim Benchmark in Full HD auf Fullscreen in mit Medium-Qualitätseinstellungen haben wir hier ein durchschnittlicher FPS von 21,3 Frames. Sagen wir so, damit macht man kein kompetitives Gameplay und schon, obwohl CSGO könnte wahrscheinlich mit minimaler Grafik noch funktionieren, aber auf jeden Fall, das ist kein Gaming-Gerät, aber das wussten wir eigentlich vorher schon. Was mich überrascht hat, ist, dass der tatsächlich immer nur, also der schlechteste Wert ist er knapp unter 10 Frames gefallen und hat es aber auch mal ein paar Mal an den 42 Frames gekratzt, beziehungsweise knapp an den 43. Finde ich interessant. Wir gucken uns jetzt mal an, wie der denn... Ich würde, wenn GNOME mich raustappen lassen würde. Wir gucken uns jetzt mal an. Das ist Qualitätssoftware. Wir gucken uns jetzt mal an, wie das Ding dann temperaturtechnisch abgeschnitten hat. Ich darf immer noch nicht raustappen. Superkey darf ich auch nicht. Dann müssen wir das Ding jetzt mal hier eben beenden. Okay, krass. Er ist jetzt gerade, nachdem wir das Benchmark beendet haben, kratzt er immer noch so knapp an den 70 Grad. Ich befürchte, das kann man auf der Kamera nicht so gut sehen. Ich mache es hier mal kurz vor. Also anfangs ist der immer so bei den üblichen, ich muss mal gucken, kriege ich hier eine genaue Skala rein? Nee, natürlich nicht. Also anfangs ist er so ungefähr bei 40 Grad gewesen, dann ging es hoch bis Richtung 70 Grad und ich glaube so ab 70, 75 hat es so ein paar Peaks gegeben und da hat man dann auch gehört, wie er den Lüfter nochmal von dem, was ich dachte, was Maximum wäre, nochmal weiter versucht hochzudrehen und ist dann immer wieder runter. Das ist recht genau hier konsistent mit dem, was wir hier in dem Graphen sehen. Und anscheinend ist er so bei knapp 90 Grad ist er dann ausgestiegen und ich schätze, so wie das hier aussieht, auch mit der CPU-Kurve wird er ab 80 Grad anfangen, die CPU runterzutakten. Das soll er auch, damit das Ding nicht zu heiß wird. Ich fasse da jetzt mal dran. Ja, minimal. Ja gut, oben schon ein bisschen mehr. Also ein bisschen Temperatur kriegt er tatsächlich, das ist auch zu erwarten. Aber jetzt so ein 2 Minuten Benchmark tut dem anscheinend nicht weh, der Takt hat er auch nur ein bisschen runter. Das werden wir gleich nochmal, wenn wir uns den Test-Video-Render angucken werden, beziehungsweise machen werden, wenn wir uns nochmal anschauen. Da der jetzt hier schon bei Medium-Settings unter knapp die 30 FPS nicht mal geschafft hat, werden wir Unity in Superposition gar nicht erst ausprobieren. Das wäre in dem Fall Zeitverschwendung, aber es ist auch keine Gaming-Kiste, das ist soweit okay. So, würde ich sagen, nehmen wir als nächstes Steam, ganz kurz, weil ich hätte noch ein weiteres Benchmark. So, dann starten wir jetzt Steam. Wir starten jetzt Steam, hallo? Marius versucht Steam zu starten. Das ist ein eigenes Video. Ah ja. Spannend. Okay, deswegen startet er ihn auch nicht. Wir haben ein Runtime-Problem. Und zwar mag er die 32-Bit-Treiber nicht. Scheiße. Start Steam to complete. Hat er jetzt im Hintergrund erst die Treiber neu konfiguriert, damit wir den starten können? Anstatt dass das Terminal erst sagt, ich bin fertig, wenn die Installation auch tatsächlich fertig ist. Start Steam. Wir gucken mal. Nee, hat er nicht. Hat nur jetzt das Fenster erst aufgemacht. Jetzt starten wir nochmal Steam. Nein. Okay. Gut. Wir überspringen den Steam-Benchmark. Ich habe jetzt keinen Bock mehr. Und nehme stattdessen KDE in Live. So, nochmal, wer sich nochmal gefragt hat, warum Snaps eine gute Idee sind, weil ich mir jetzt hier auf mein GNOME-System über 304 Abhängigkeiten installiere, nur um KDE in Live zu starten. Wir machen da jetzt keine großen Einstellungen dran, ich will nur so eine Renderzeit haben. Videos, GPD Pocket. So. Und meine Maus hängt, sehr gut. Das würde ich jetzt weniger auf den NUC schieben, sondern tatsächlich auf KDE in Live. Haben wir jetzt hier einen Lockup hinbekommen?
Nein, wir haben ein komplettes System-Lockup. Sehr schön. Wir kommen nicht mal mehr ins CTI. Das klappt super heute hier. So. So, dann versuchen wir das jetzt nochmal mit KDN live und gucken, ob das System wieder abstürzt. So, generiert hat das. Und wir haben wieder ein System-Lockup. So, das tut mir an dieser Stelle sehr leid, aber ich glaube, weil genau das hatte ich befürchtet, wir lassen das jetzt mit Ubuntu 18.04 und gehen jetzt mal ganz kurz zu Solos rüber. Weil ich habe die Befürchtung, dass der hier irgendwas nicht richtig hinbekommt. Okay, gut. Wir pausieren hier mal und installieren Solos. So, das hat jetzt nur 20 Minuten gedauert. Nachdem sich ja KDN Live bzw. die GNOME Shell Session immer gedeadlockt hat, sobald ich da versucht habe, Videofiles reinzuziehen, weil er dann versucht hat, im Hintergrund, ich habe es ein bisschen debuggt, im Hintergrund hat er versucht, damit FFmpeg und MLT ein bisschen was zu machen und das wollte aber dann der Kernel nicht, habe ich dann nicht weiter beachtet und habe dann versucht, aus reiner Gewohnheit dann mal Solos von einem USB-Stick zu booten. Das hat insoweit geklappt, dass ich die Kernel-Fehlermeldung mir anzeigen lassen konnte im Bootvorgang und ab und zu kurz ein Mauszeiger geflimmert hat. Also das kann man dann auch vergessen. Es könnte daran liegen, dass Solos 4 immer noch nicht da ist und Solos 3 einfach zu veraltet ist für diese Hardware bei der Installation. Und wo ich jetzt dann darauf zurückgegriffen habe, ist, und man hat es wahrscheinlich gerade in der Timelapse gesehen, ich habe jetzt dann Ubuntu 16.04 LTS installiert. So, jetzt sind wir wieder in KDE in Live. Ich hoffe, ich darf dieses Mal dann auch ein Video importieren. Importieren darf ich es. Jetzt ist die spannende Frage, darf es in die Timeline? Ja, unterstützt nicht ab. Sehr schön. Okay, gut. Damit können wir arbeiten. Das ist jetzt ein Full HD Stream. Ich kann da sehr gut durchscrollen. Ich habe keine Wartezeiten. Ich habe keine Ruckler, wo er zurückspringt im Bild. Also nicht so diese üblichen KDE in Livebox, wie man sie kennt. Oder wie ich sie leider kenne. Das sieht schon mal ganz gut aus, Timeline Performance. Wir werden kein 4K-Editing mit dem Ding machen, das wäre natürlich übertrieben. So, okay, wir haben jetzt hier ungefähr 8 Minuten, 8 Minuten 52, also knapp 9. Und jetzt gucken wir mal, wie wir das rendern können. Ich werde gleichzeitig nebenher noch pSensors anschmeißen, damit wir sehen können, was das Ding dann im Hintergrund, wie warm das wird. Achso, KDN Live sollte ich nicht minimieren. Und dann werden wir gleichzeitig auch noch einen Blick auf die CPU-Auslastung haben und dann werden wir mal gucken, wie das Ding so reagiert. Ganz wichtig. Großer Trick bei KDN Live, bevor man exportiert, bei KDN Live einrichten bei Environment von Processing Threads von 1 auf 4 hochstellen, wie es in unserem Fall mit 4 Kernen bzw. Threads natürlich auch vorhanden ist. Weil sonst rendert ihr das nur im Single Core durch und das dauert ewig. Und jetzt machen wir hier mal Render to File. So, der Testrender ist durch. Ich habe sogar richtig gedrückt. Der sagt hier finished in 12 Minuten 50 Sekunden. Das passt ja hierzu. Ich habe jetzt am Anfang eher damit gerechnet, weil am Anfang hat man noch gesehen, dass als er hochgezählt hat, die CPU noch sehr kühl war, weil wir davor die anderen Tests gemacht haben und der Lüfter noch lief. Deswegen hat mich das zu dieser Annahme verleitet, dass der tatsächlich das Video schneller rendern kann als oder in einer kürzeren Zeit rendern kann, als das Video selbst lang ist. Das war natürlich nicht so. Wo man aber andererseits auch wieder sagen muss, jetzt hier ein knapp 9-Minuten-Video in knapp 13 Minuten rauszurendern, ist jetzt nicht gerade schwer. Ich weiß, das ist jetzt kein kompetitives Benchmark, weil ich habe da keine Effekte jetzt nochmal drauf angewandt. Ich habe da keine Schnitte gemacht, ich habe keine Videos zusammengefügt. Da ist kein Transcoding nochmal drin gewesen. Der hat im Prinzip nur das Video nochmal neu encoded und als Datei abgespeichert. Das ist mir völlig klar. Das ist jetzt kein kompetitiver Test, aber soll jetzt für diesen einfachen Teil, um nur mal zu gucken, kann das Ding überhaupt einigermaßen was rausrendern, sollte für diesen Test mal reichen. Klar, je komplizierter eure Projektdatei wird, desto anspruchsvoller wird das auch für die Hardware, beziehungsweise dann je bessere Hardware solltet ihr dann haben, weil die natürlich dann auch warm wird, beziehungsweise sehr viel Leistung braucht. So, dann würde ich sagen, kommen wir zum Fazit. So, dann sind wir tatsächlich schon am Schluss dieses kleinen Tests angelangt. Ich muss sagen, ich bin überrascht, wie gut das Teil tatsächlich die Wärme ableitet. Man hat es ja gerade im Videorendertest gesehen, dass der ungefähr immer so bis ja, 80, 90 Grad hoch gedreht hat und dann der Lüfter ihn dann immer kurz in ein paar Intervallen dann wieder runter auf 70 gedrückt hat. Aber wir hatten doch durchschnittlich eine Temperatur von über, also in den höheren 80er-Werten. Und ohne tatsächlich, dass der die CPU runtergetaktet hat dabei. Und da muss man schon sagen, da hätte ich jetzt bei dem Gerät, was so klein ist und dementsprechend natürlich auch weniger Möglichkeit hat, abzuleiten, obwohl man sagen muss, deswegen ist das Ding auch so ein bisschen aus Aluminium. Das Ding ist ein einziger großer Kühlblock. Muss ich sagen, bin ich jetzt schon beeindruckt, wie gut das tatsächlich dabei jetzt abgeschnitten hat. Lautstärke beim Lüfter könnte man vielleicht noch sagen, selbst wenn ich mir den jetzt mit dieser Halterung hinter dem Bildschirm klemme oder so, wenn der dann irgendwie aufdreht,
Das hört man dann doch schon sehr. Und auch, kann man gucken, vielleicht hat das eine von den Kameras so eingefangen, dass man es vielleicht mit Umgebungsgeräuschen abspielen kann. Das wäre mir persönlich ein bisschen zu laut. Andererseits Sachen, die wir jetzt natürlich gar nicht getestet haben, wie ist, gut, wir haben technisch gesehen Videoplayback getestet, dass wir das YouTube-Video runtergeladen haben. Mediaverarbeitung kann man mit dem Ding drucken, natürlich können alle. Das Ganze habe ich jetzt bei dem Ding natürlich übersprungen, weil du hast jetzt hier im Prinzip eine Powermaschine im Mini-Formfaktor mit 32 Gramm und einem der neuesten Intel i7 drin. Da kannst du recht wenig mit falsch machen. Wo es allerdings zu Problemen kommt, und das ist leider so ein wiederkehrendes Thema, was mir passiert, wenn ich Sachen reviewe. Die Linux-Distribution oder allgemeines System, was mit dem Gerät kommt, ist manchmal nicht optimal auf die Hardware selber abgestimmt oder es wurde zu viel am System rumgefuscht. Das ist jetzt in meinem Fall hier bei einem Entroware-System mir zumindest nicht aufgefallen. Gut, sie haben das Hintergrundbild geändert, sie haben ein paar Defaults gesetzt, da ist jetzt nichts verkehrt dran. Was mich ein bisschen gewundert hat, das könnte aber auch an 18.04 liegen, weil das eben noch, es ist halt ein, Anführungszeichen, neueres LTS, was zum Beispiel die Spracheinstellungen standardmäßig nicht richtig übernommen wurden, dass es nur teilweise Sachen übersetzt waren. Das sind alles Sachen, die würde ich aber weniger auf die Hardware jetzt in diesem Fall von dem Gerät schieben, sondern mehr in dem Fall auf die Software. Und Software kann man ändern. Und wie wir es jetzt auch gesehen haben, solche Sachen, wenn man zum Beispiel jetzt bei einem brandneuen Kernel oder dem Kernel ist ja nicht mehr brandneu, wie bei 18.04 ausgeliefert wurde, dann solche Probleme kommen, dass FFmpeg und MLT aufmucken, wenn man dann versucht, Sachen über Plug-and-Play, über Drag-and-Drop dann in einen Timeline zu ziehen und der dann eben das System ablockt. Das kann bei solchen Systemen schon mal passieren. Deswegen sind wir eher jetzt hingegangen und haben dann 18.04 installiert. Und da ist es natürlich ganz klar so, dass der mit dem älteren Stack natürlich besser klarkam, wie wir es ja auch gesehen haben. Wir haben ein bisschen bessere Performance auch nochmal rausgekommen. Also da denke ich, kann man recht wenig mit falsch machen. Andererseits, auch wenn ich 32 GB RAM haben will und einen neuen i7 und zumindest eine 1 TB SSD ist 1700 schon ein bisschen viel. Gut, hier ist jetzt in dem Fall natürlich zwei drin und das Ding kam so zusammengebaut und vorhin ist ja bei dir zu Hause an. Da kann man jetzt auch wieder, muss jeder selber wissen, was einem das wert ist am Ende. Aber den Nutzungs- bzw. den angedachten Nutzen, den Diogo jetzt mit seinem Gerät hatte, nämlich dass er sich jetzt für die nächsten 5 bis 7 Jahre keinen neuen Rechner kaufen muss, weil das Ding einfach zu Hause durchläuft, der denke ich ist auf jeden Fall gegeben und da kann man recht wenig mit falsch machen. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen zu dem Gerät habt, dann könnt ihr das wie immer bei unseren Reviews einfach in den Kommentaren machen oder könnt in unsere Telegram-Gruppe kommen unter nerdsum.de/Telegram, da sind wir immer erreichbar. Wenn es jetzt Fragen speziell zu dem Gerät und vielleicht in Abstimmung mit der Software geht, dann werde ich das gerne an den Diogo weiterleiten. Und wenn wir Glück haben, antwortet auch darauf, ansonsten muss ich mir so ein Ding auch nochmal selber anschauen. Ja, schreibt, wie ihr das Review fandet. Wenn ihr noch Fragen habt, lasst es mich wissen und macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.